Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal mit einem neuen Video über die Grundlagen der Elektrotechnik. Das letzte Mal haben wir noch über Arbeit gesprochen und über Erwärmung. Heute sprechen wir über Leistung. Ich hatte mal einen Lehrer, der immer gesagt hat, der so eine krächzende Stimme, hat immer gesagt, Leistung ist Arbeit in der Zeiteinheit. Habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Dabei hat er gesagt, Leistung ist Arbeit in der Zeiteinheit. Also Leistung ist verrichtete Arbeit, dividiert durch die Zeit, in der das passiert ist. Wenn ich eine Arbeit verrichte, habe ich so und so viel Joule-Arbeit geleistet. Wenn ich das in einer Stunde mache, habe ich weniger geleistet, wie wenn ich das in einer Sekunde mache. Ist hoffentlich klar. Die gleiche Arbeit in weniger Zeit bedeutet höhere Leistung. So ist die Definition. Also die Definition von Leistung. P, Power, Leistung, Power, ja, ist Arbeit, also die Work, W, dividiert durch die Zeit, die dafür draufgegangen ist. Ja. Die Einheit der Leistung ist ein Watt. Ja. Ein Watt, ein W, ist ein Joule pro Sekunde. Okay? Wenn ich ein Joule in einer Sekunde leiste, dann habe ich ein Watt geleistet. Okay? Watt kennt ja jeder, ja? 5, 2000 und so weiter. Und unser Wasserkocher, den wir das letzte Mal gehabt haben, da ist unten drauf gestanden 2000 Watt. Ja? Was bedeutet das nämlich für unsere elektrischen Größen? Ja? Wenn wir das nämlich das W einsetzen, ja? Das W können wir sich hoffentlich nur erinnern. Das war U mal I mal T. Ja. Dividiert durch T. Ja. Und jetzt, ups, das T ist weg, das kürzt sich, weil mal T durch T ist einmal überhaupt nichts. Das heißt, unser P, ja, ist U mal I. Spannung mal Strom ist Leistung. Okay? Spannung mal Strom ist Leistung. Wenn wir jetzt da nur das Ohmsche Gesetz hernehmen an einen Ohmschen Verbraucher, das war ja U ist gleich R mal I. Ja. Wenn ich das da einsetze, kommt da nämlich raus, ist gleich R mal I, und das ist also gleich R mal I Quadrat. Okay? Und jetzt du es, P. Weil ich nämlich das I ersetze nach dem Ohmschen Gesetz, wenn ich das umforme, heißt ja das I ist gleich U durch R. Ja? Einfach auf die andere Seite bringen. Wenn ich es auf der anderen Seite multipliziere, muss ich es auf der anderen Seite dividieren. Ja? Eigentlich mache ich auf beiden Seiten das gleiche, dividiert da durch R, muss ich es also da durch R dividieren. Dann schaut es so aus. Und was haben wir da? U mal U durch R. Ja. Also U Quadrat durch R. Ja. Das ist alles Leistung. Ja. Das ist unsere elektrische Leistung. Die Leistung definiert mir also, wie viel Arbeit ich pro Zeiteinheit zuführen kann. Ja. Das sind schon wichtige Zusammenhänge. Gell? Also das sollte man auf alle Fälle wissen. So wie das Ohmsche Gesetz sollte man diese Sachen ebenfalls wissen. Jetzt haben wir das letzte Mal gehabt, auf unserem Wasserkocher war U war 230 Volt. Gell? I, habe ich gesagt, waren 8,7 Ampere. Gell?
Wie groß ist die Leistung, die das Ding hat? Ja. P. Ist U mal I. Ja. Und das sind halt jetzt unsere 230 Volt mal 8,7 Ampere sind Taschenrechner. 230 mal 8,7 2001 Watt. Sind 2,001 Kilowatt. Frage, wenn der eine Stunde lang rennt, wie viele Kilowattstunden haben wir verbraucht? 2,001 ja, mal T, ja, weil das haben wir wieder da, weil das W ist ja dann P mal T. Ja. Also wenn ich die Leistung von ihm kenne und wie lange ich diese Leistung verbraucht habe, können wir ausrechnen, wie viel Energie ich da hier verwendet habe. Also, Leistung U mal I. Pui! Pui, pui! Und das Ohmsche Gesetz natürlich, Uri. Und dann ergibt sich der Rest eigentlich automatisch. Das ist eigentlich das, was die meisten merken. P ist U mal I. Die Arbeit kommt nachher mit der Multiplikation, mit der Zeit. Ich bin über die Arbeit gekommen, um eben zu zeigen, hey, das ist nichts anderes wie Kraft mal Weg. Das ist genau das, was wir physikalisch sowieso sehen. Das nächste Mal schauen wir uns den Wirkungsgrad an. Das nächste Mal werden wir sie den Wirkungsgrad begutachten. Und zwar machen wir da ein Beispiel über einen DC-DC-Wandler. Einen Wandler, der eine Gleichspannung auf eine andere Gleichspannung umwandeln kann. Und da werden wir sich das einmal anschauen an dem Beispiel. Ja, für dieses Mal danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.